Wir müssen mindestens 150 Stunden lernen. Oh, das ist jetzt ein Scherz. Nein, im Ernst, demnächst sind die Abschlussprüfungen, sag's ihr. Oh, die braucht keine Vorträge von mir. Ja, da hast du recht, ich höre nicht auf Vorträge. Das ist dein Problem. Es ist so schön hier, da fällt's schwer, ans Lernen zu denken. Wasser, Schuppen, Will, alles wie immer. Ich weiß nicht, was daran so besonders sein soll. Danke. Oh, komm schon, die Sonne glitzert auf dem Wasser. Es ist traumhaft, das muss man toll finden. Sie ist so ein Tourist manchmal. Leute, wir müssen echt lernen. Werden wir, oder? Ja. Yeah. Es ist schön, euch zu sehen. Für dich. Ah, danke. Und wie es der Zufall will, kann ich euch was Cooles zeigen. Wow, ist der schön. Das ist der Kristall, den wir vom Mondsee haben. Ich habe die Form von deinem Anhänger kopiert. Ich hoffe, das ist okay. Ja, aber klar. Und wer ist die Glückliche? Eigentlich du. Ich? Ich schulde dir was. Okay. Wie sieht er aus? Klasse. Steht dir echt gut. Danke. Will ist unglaublich. Er macht immer so viel für andere. Das ist was, was ich so an ihm mag. Das und sein Bizeps. Kommt alles zusammen. Hey, ich hab dich schon gesucht. Ja, und? Oh, ich wollte nur reden. Zane, vergiss das Ganze einfach, okay? Es ist vorbei. Neuer Anhänger? Ja, hab ich von einem Freund. Was für ein Freund? Lass sie doch in Ruhe, das geht dich wirklich nichts an. Schon klar, er ist von einem Typen. Kann mir vorstellen, von wem. Mach dich doch nicht lächerlich. Er ist etwa so groß, steht auf Tauchen. Was soll das sehen? Ich fange jetzt neu an, das solltest du auch. Ja, ich fange auch neu an, also sag mir einfach seinen Namen. Es ist nicht viel los, aber du könntest trotzdem arbeiten. Ich habe die Bankeinzahlungen gemacht. Ich habe die Kasse gründlich gecheckt und ich habe Ware bestellt. Ja, gut. Ist alles okay? Du bist ziemlich gestresst in letzter Zeit. Ja, ich sollte es nicht an dir auslassen. Du machst das hier klasse. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Setz dich, ruh dich aus. Du bist so verspannt. Es ist wegen Ricky. Schon wieder? Du musst sie wirklich vergessen. Meine Schicht ist vorbei. Wir könnten spazieren gehen am Strand. Redet dein Bruder viel über Ricky? Will und Ricky? Ein Typ hat dir was geschenkt. Ein Kristallanhänger. Ich wette, das war er. Sie sind bloß Freunde, soweit ich weiß. Ja, das wird immer behauptet. Du musst echt aufhören, ihr nachzutrauern. Du stresst dich doch damit nur. Auf geht's! Letzte Vorbereitung! Was soll der ganze Aufstand? Ist doch nur ein blödes Fußballspiel. Kim, das ist alles andere als nur ein blödes Fußballspiel. Es ist das Finale. Der glorreiche Höhepunkt einer Saison von... peinlichen Sprechchören, Gebrüll vor dem Fernseher und total verstörten Ehemännern. Wohl eher Besessenen. Was habt ihr zwei vor? Wir amüsieren uns. Solltest du auch mal versuchen. Aber ich dachte, wir könnten uns als Familie amüsieren. Und zwar gemütlich vor dem Fernseher. Cleo. Klasse. Wir gucken zusammen mit deinen Freunden. Sorry, Dad, aber wir haben viel zu tun. Du weißt, die Abschlussprüfungen. Also gehen wir jetzt gleich lernen. Ich versuche mich wirklich zu beherrschen. Ach. Spiel nach links raus! Nach links! Bist du schon fertig mit den Chemienotizen? Ja, bin ich. Willst du sie haben? Ja. Ricky, willst du dir die auch ansehen? Mir schwirrt schon der Kopf von der Lernerei. Jetzt ist Pause. Können wir was anderes hören, bitte?
Karte. Das ist doch super. Nein, nein. Nein, echt nicht. Hey, komm schon, Ricky. Geh doch mal hin, ist ein guter Song, ganz ehrlich. Ricky. Na schön, ich spiel was anderes. Nein, vergiss die Musik, eure Anhänger. Nehmt sie ab. Okay, haltet die Kristalle nah aneinander. Seht ihr? Ist ja Wahnsinn. Wow. Komm schon, spiel doch ab. Ja, ja, ja. Seht ihr das? Was denn? Die letzte Minute läuft. Und jetzt gibt's einen Freistoß für uns. Ist das toll? Gibt's noch Popcorn? Schatz, wenn der Freistoß reingeht, kannst du haben, was du willst. Cool. Los, wer auch immer. Komm schon. Okay, wir haben schon ziemlich abartige Dinge erlebt, aber das ist ganz einfach. Wirklich cool. Was würde passieren, wenn sie sich wirklich berühren würden? Oh, das sollten wir nicht versuchen, Leute. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Da gibt's nur eins, ausprobieren. Das sollten wir wirklich lieber lassen. Ich bin dafür. Los, tun wir's. Es könnte gefährlich sein. Ich fass es nicht. Was für eine Dramatik. Er schießt! Der Torwart springt hoch! Nein. Nein! Bella? Cleo? Ist alles in Ordnung? Ich verstehe das nicht. Es gibt keinen Strom, aber alle Sicherungen sind in Ordnung. Wie kann das denn sein? Wo ist Cleo? Cleo? Bella, kommt wieder zu euch. Cleo? Cleo! Was ist denn hier los? Gar nichts, Mr. Satori. Gar nichts? Das ist doch ein Witz. Dad, ich habe keine Ahnung, wieso es einen Stromausfall gab. Echt. Was war denn das für ein blaues Licht in deinem Zimmer? Das war das Licht von meinem Handy. Hab's als Taschenlampe benutzt. Aber ziemlich viel Licht für so ein kleines Handy. Und, wie ist das Spiel ausgegangen? Das wüsste ich selbst gern. Dieses Licht, das war so wie früher. Es hat wie Mondlicht auf uns gewirkt. Ich verstehe das nicht. Wie kann Mondlicht aus einem Kristall kommen? Könnte doch sein, dass die Kristalle pures Mondlicht speichern. Okay, wir müssen in Zukunft vorsichtig sein mit den Dingen. Ja, die haben es wirklich in sich. Leute, die Teile können uns so viel weiterbringen. Bisher haben sie aber nur ihre Stromversorgung lahmgelegt. Ich denke, den nehme ich wieder an mich, bis wir wissen, was los ist. Gute Idee. Ob's wohl noch mehr von denen gibt? Hier ungefähr haben wir den Kristall gefunden. Denn genau hier steckte ja Wills Taschenlampe. Und wenn ein Kristall im Gestein war... Du denkst, es gibt mehr? Das ist aber ziemlich viel Felsgestein hier. Allerdings. Wie sollen wir es da schaffen, kleine Kristalle zu finden? Echt gut, dass du dich fit hältst. Wie viele hast du gemacht? 30. Das muss reichen. Es tut dir echt nicht gut, mit den Mädels abzuhängen. Du solltest lieber wieder mit mir trainieren. Das ist vorbei, Sophie. Also ich habe gehört, du hast Ricky was geschenkt. Einen Kristall. Woher weißt du das?
Oh, warte. Lass mich raten. Zane. Und was läuft zwischen euch zwei? Sie ist eine Freundin. Das ist alles. Eine richtig gute. Mehr nicht? Nein, echt nicht. Okay, ich glaub dir, Will. Schon was gefunden? Noch nicht. Das bringt doch nichts. So viel Gestein kann man nicht untersuchen. Ich habe eine Idee. Gib mir deinen Kristall. Wir wissen ja, dass sich die Kristalle gegenseitig anziehen. Aber nur, wenn sie sich sehr nahe kommen. Also gehen wir nah ran. Will und Ricky sehen sich auf jeden Fall oft. Was, weißt du das genau? Sie versuchen es zu verbergen, aber er ist mein kleiner Bruder. Er kann mir nichts vormachen, Zane. Na toll. Tut mir leid, aber es ist wahr. Du wirst von denen hintergangen. Okay, ist ja schon klar. Du solltest sie echt vergessen. Das will ich aber nicht. Du bist ein gut aussehender Typ. Echt viele Mädchen interessieren sich für dich, Zane. Lass uns doch mal spazieren gehen. Das bringt dich auf andere Gedanken. Ich könnte uns was kochen. Wo willst du hin? Halt hier die Stellung. Ich bin bald zurück. Hey, Fishboy! Fishboy! Denkt ihr, dass das durch Gestein hindurch funktioniert? Ich meine, das ist massiv. Ich fand die Idee zwar vorhin gut, aber... Warte, geh ein bisschen zurück. Und etwas höher. Da, siehst du? Ricky? Geschafft, du hast ihn gefunden. Noch ein Kristall. Und er ist genau wie die anderen. Ja, ist unglaublich, oder? Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin nicht sicher. Wir brauchen den anderen Kristall, um es rauszubekommen. Klar, der ist da drin. Okay, jetzt müssen wir die Kristalle nur... Was? Nein! Was ist denn? Oh, es ist jemand hier gewesen. Woher weißt du das? Der Kristall, er hing genau hier. Jemand hat ihn gestohlen? Ich war nur für einen Moment draußen. Das müsst ihr mir echt glauben. Ich hätte abschießen sollen. Vielleicht hast du ihn woanders hingelegt. Er hing da, ich bin mir sicher. Und, fehlt sonst noch was? Ich muss erst alles durchsehen, aber es sieht nicht danach aus. Denkt ihr, was ich denke? Ich wollte es nicht als Erste sagen. Ihr meint Sophie? Was? Nein. Nein, sie würde nicht. Oder doch? Sie hat vorhin nach dem Kristall gefragt. Woher wusste sie davon? Zane. Der hat es ihr gesagt und er hat ihn auch genommen. Wo willst du hin? Ihn wiederholen. Warte doch. Ja, lass uns mitkommen. Nein. Das ist was, was ich allein machen muss. Hallo?
Gib ihn mir. Du bist ja schnell drauf gekommen. Ich warne dich. Erst wenn du mir sagst, was zwischen dir und Will läuft. Da läuft überhaupt nichts. So einen hättest du auch von mir bekommen können. Was? Was ist mit uns passiert? Wir waren echt so verbunden. Du vergisst, was schiefgelaufen ist. Ist das so verkehrt? Ja. Du hast es kaputt gemacht. Kapier das endlich. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Aber es gibt doch noch eine Chance für uns, oder? Wenn wir wieder zusammenkämen, würde es funktionieren, das weiß ich. Ich kann meine Gefühle für dich nicht verleugnen. Und ich weiß, das gilt umgekehrt auch. Oder? Der Typ ist echt unglaublich. Kommt hier rein, stiehlt. Was hat sie nur je an ihm gefunden? Komm schon. Sie wollte ihn allein sprechen. Ricky tut immer so, als sei sie so tough, aber in Wahrheit hat sie unsere Hilfe nötig, auch wenn sie selbst nicht weiß. Ich komme mit euch. Ich traue sie nicht. Vielleicht braucht ihr mich. Danke, aber das würde es vermutlich noch komplizierter machen. Ja, ist schon okay. Das ist eine Mädchensache. Denkt doch an alles, was wir zusammen durchgemacht haben. Ich war immer für dich da. Und für deine Freundin. Und das Café hier ist doch unser Baby. Unser Ding. Unser Traum. Bloß ohne dich, Ricky. Was ist mit Sophie? Was soll mit ihr sein? Sie hat sich hier ziemlich breit gemacht, oder? Sie arbeitet hier. Na und? Ach, komm schon. Sie steht auf dich. Und du willst mir doch bitte nicht erzählen, dass das umgekehrt nicht auch so ist. Doch, das will ich. Ich kann dir einfach nicht mehr trauen. Ich hab doch nichts getan. Du hast sie geküsst. Das war nichts. Ich hab euch gesehen und das war nicht nichts. Du willst mir nicht glauben. Du machst mir was vor, nur um mit jemand anders zusammen sein zu können. Ach, das ist doch lächerlich. Lass uns zwei doch einfach was essen gehen. Ich geb ihn dir danach wieder. Nein. Ich soll dich also in Ruhe lassen? Ja. Okay. Gut, dann ist das also das Ende. Ich schulde dir nichts mehr. Ich will auch gar nichts von dir. Wirklich? Denn wenn wir getrennt sind, kann ich vielleicht euer Geheimnis nicht wahren. Was? Du hast mich gehört. Ich hätte nie gedacht, dass du so tief sinkst. Ich soll loyal dir gegenüber sein. Alles, was ich verlange, ist das Gleiche von dir, Ricky. Gib mir den Kristall. Was ist so besonders an dem? Ist alles okay, Zane? Das geht dich nichts an. Wenn es um meinen Bruder geht, geht es mich was an. Halt dich da raus, Sophie. Gib mir deinen Kristall. Tja, scheinbar steckst du deine Nase in alle möglichen Dinge. Sie weiß ja längst noch nicht alles, Ricky. Ricky? Ricky? Ricky! Was war das eben? Gar nichts. Und das macht 3. Ich danke dir. Der ist wunderschön. Also, alle 3 zusammen? Könnten vermutlich eine ganze Stadt verdunkeln. Aber wie? Wir haben keine Ahnung, aber jetzt können wir rausfinden, was los ist. Tut mir leid, das mit Zane. Ihr hättet es mir überlassen sollen. Zane ist meine Sache. Dass er ihn gestohlen hatte, machte es zu unserer Sache. Was, wenn er ihn jemand gegeben hätte? Ich denke nicht, dass er das hätte. Er wollte es mir bloß heimzahlen. Das Risiko war echt zu hoch. Nur jetzt ist er richtig sauer. Was denkst du, was er tut? Nicht viel los heute im Café. Ich hab zu tun. Ich muss Bestellungen machen. Hast du noch was von Ricky gehört? Nein. War ein ziemlich komischer Auftritt, oder? Findest du?
Ja, finde ich. Der Elektriker ist gerade wieder weg. Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Ach, wirklich? Wirst du mir irgendwann sagen, was gestern passiert ist? Hast du es ihr gesagt? Wem? Sophie. Hast du ihr gesagt, dass wir Meerjungfrauen sind? Nein. Ricky, warte. Ich möchte mich entschuldigen. Ich habe gestern ein paar richtig doofe Sachen gesagt. Ich habe die Nerven verloren. Aber ich mach's wieder gut irgendwann. Ich versprech's. Ich kann so nicht weitermachen. Wir müssen einfach wissen, ob wir dir in der Frage weiter vertrauen können. Natürlich. Aber ich kann die guten Zeiten, die wir hatten, niemals vergessen. Ich meine, kannst du das? Nein. Aber ich kann genauso wenig die üblen Sachen vergessen. Also fürs Erste sei froh, dass ich noch mit dir rede, sehen, klar?